Ja, habt ihr gemerkt, das war ja gar nicht ich, das war ja Steffi. Ne? Erkennt man ja sofort an der Kopfform, dass Steffi Weibchen ist. Demzufolge hat ja sicherlich keiner mit dem Gag abgenommen, aber ich habe mir meinen Hut jetzt entsprechend wiedergeholt und kann jetzt noch ein bisschen weiter erzählen, was da los war. Mir ist nämlich das Wasser tatsächlich alle gegangen und ich habe auch bei den Stellen, die ich eben euch noch auf der Karte gezeigt hatte, bei denen eventuell ich gehofft habe, Wasser zu finden, nicht einen Tropfen, überhaupt gar nichts. Alles ausgetrocknet bis zum geht nicht mehr. Da muss man dazu sagen, es hat wirklich ewig lange nicht geregnet gehabt. Ich hatte das jetzt nicht so wirklich verfolgt, inwiefern es in der Höhe auch nicht geregnet hat. Irgendwie hatte ich in meinem Hirn eben dadurch, dass ich da oben schon so oft gewesen bin und dann eine Zeit lang gewohnt habe, abgespeichert, dass es da eigentlich immer regnet und dass da eigentlich immer feucht ist. Weil so hatte ich es halt eben immer erlebt bisher, als ich da oben war. Und ich habe halt echt den Fehler gemacht und das war ziemlich dämlich und deswegen, hoppala, eben auch die, ach, bleib stehen, Stativ, die Einblendung von Steffi. Eben, weil das schon ein bisschen sehr naiv und gefährlich gewesen ist. Nur weil man wenige Kilometer von daheim unterwegs ist, heißt das ja nicht unbedingt, dass es da deswegen besonders einfach oder besonders easy peasy zugeht. Aber das hatte ich halt in meinem Hirn irgendwie so abgespeichert. Wenn du nah an zu Hause bist, hast du automatisch das Gefühl, es gäbe keine Probleme irgendwie. Und ja, dass es da möglicherweise überhaupt kein Wasser zu finden gibt, da oben, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Außerdem, dann kam noch erschwerend dazu, dass ich mich eigentlich darauf verlassen hatte, dass ich am Ruhestein, also das Ding, was man ganz am Anfang in den paar Clips, die es da eben gab, zu sehen kriegt, dass da der Brunnen entsprechend an ist. Da gibt es nämlich einen Brunnen, den gab es auch noch, aber der war halt aus, weil da war halt auch kein Wasser da. Also es muss da oben wirklich insgesamt super, super trocken gewesen sein. Deshalb habe ich mir an dem Brunnen natürlich auch kein Wasser holen können. Hab dann noch, so gut es eben ging, mir den Wasserbeutel vom Sawyer Wasserfilter voll gemacht, der ja 0,7 Liter, glaube ich, bloß hat. Oder 0,8, das weiß ich jetzt nicht genau. Weil den kann man halt auch gut auf einer Toilette am Wasserhahn auffüllen. Bei größeren 0,5 Liter Flaschen, Quatsch, 1,5 Liter Flaschen geht das ja schon gar nicht. Die kannst du ja nicht einfach unter einen handelsüblichen Wasserhahn halten, weil das Becken da nicht tief genug für ist. Man hätte dann also mit dem Beutel, das Wort suche ich. Den voll machen, in Flasche füllen, den voll machen, in Flasche füllen. Da hätte ich ewige Zeit auf dem einzigen Klo, das die da haben, im Naturschutzzentrum, Nationalparkzentrum heißt es ja jetzt, verbringen müssen. Und das wollte ich dann auch nicht für den Fall, dass jemand ein dringendes Anliegen hat. Und habe mir gedacht, ja, am Schliffkopf gibt es ja den nächsten Brunnen. Pustekuchen, den gibt es nämlich entweder nicht mehr oder der steht jetzt woanders oder er war sowieso, wahrscheinlich hat er eh kein Wasser geführt. Wo hätten das herkommen sollen? Und demzufolge war mein Optimismus, ach ja, das ist der Schwarzwald, da ist ja überall touristisch erschlossen, da gibt es garantiert überall Wasser. Bisschen Pustekuchen. Wenn man das Ding wirklich komplett ohne zivilisatorische Hilfsmittel laufen möchte und immer draußen pennt und nie in irgendein Hotel oder eine sonstige Übernachtungseinrichtung geht, dann hat man nämlich wirklich das große Problem, das weitgehend unbekannt ist, weil keine Sau diesen Weg so läuft, wie ich das geplant habe. Hat man da eben das große Problem, dass man da im absolut knalligen Hochsommer mit enorm hohen Temperaturen auf einem Bergrücken logischerweise kein Wasser findet. Das ist eigentlich ganz selbsterklärend und ich habe das einfach wirklich nicht zur Kenntnis genommen und da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil man ist ja nur ein paar Meter weit weg von zu Hause. Da denkt man dann wirklich gar nicht, oh, das ist ja alles easy peasy. Selbstverständlich kann es oben auf einem Bergrücken, wenn man immer nur in Kammlage entlangläuft und der ganze Westweg verläuft ja bis auf ganz paar Abstecher ins Tal, die zwangsläufig notwendig sind, weil halt eben die Täler den Schwarzwald quasi durchschneiden. Bis auf diese Abstecher ins Tal verläuft man wirklich ja die ganze Zeit oben auf dem Grat und da kann es keine Quelle geben. Eine Quelle ist immer nur da, wo Wasser sich vorher ansammelt und dann weiter unten austritt. Man muss also in jedem Fall ein ganzes Stück den Hang runter, bis man überhaupt die Chance hat, eine Quelle zu finden.
Und an Stellen, an denen möglicherweise eine Quelle auch weiter oben vorhanden ist, da bin ich auch an ein paar vorbeigekommen, auch eben auf dieser Etappe, führen die eben nur Wasser, wenn es gerade ohnehin viel Niederschlag gibt. Es ist darüber, oberhalb von der Quelle, einfach überhaupt gar nicht so viel Platz, Land, Boden vorhanden, dass da nennenswerte Wasservorräte sein könnten. Wenn es da also 3 Monate lang trocken ist, dann ist da sämtliches Wasser alle. Dann ist da oben wirklich enorme Trockenheit, die zwar immer wieder von kürzeren Niederschlagsereignissen oder größeren Nebelereignissen durchbrochen wird. Das hilft dann der Vegetation insofern, dass die das Wasser, was runterkommt, dann sofort aufnimmt und dann wieder eine Weile vorm Verdursten geschützt ist. Ich kann das aber nicht. Und eben gerade weil ja sämtliches, was dann an Wasser da ist in dieser Wassermangelzeit, sofort von den Pflanzen aufgenommen wird, gibt es überhaupt kein Oberflächenwasser, was ich dann mit meinem Sawyer irgendwie aussaufen, ausnuckeln könnte. Da ist ja noch so ein Strohhalm dran, mit dem man notfalls noch irgendwelche kleinen Pfützen aussaufen könnte. Selbst das habe ich dann letztendlich nicht mehr gefunden. Und dass dieser Wassermangel wirklich so eklatant ist, habe ich halt einfach viel zu spät realisiert und hatte dann wirklich bloß noch 2 Möglichkeiten, weil ich hatte dann so wenig Wasser, dass ich entweder mich hätte nicht mehr großartig bewegen dürfen, weil ich dann zu viel Wasser verbraucht hätte und dann echte Probleme gekriegt hätte, hätte ich theoretisch bis morgen früh übernachten können, wäre dann mit einem extrem trockenen Mund weitermarschiert und hätte keine Ahnung gehabt, wann ich denn jetzt nun wirklich Wasser finde. Das hätte also durchaus zu einer wirklich gefährlichen Situation führen können. Also da abends war ich noch nicht in einer wirklich gefährlichen Situation, weil ich mich in der Nähe vom Kniebis befunden habe. Und das ist ja ein Dorf. Boah, schon größer als man denkt, wenn man sich mal das gesamte Gebiet anguckt. Das kann man super auf OpenStreetMaps oder Google Maps oder irgendwie sowas in der Richtung übrigens tun. Größer als man denkt, dieser Kniebis. Und da gibt es selbstverständlich Möglichkeiten in einer richtigen Notsituation, wo man wirklich kurz vorm Verdursten ist, dann bei irgendjemandem zu klingeln und zu fragen, hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich oder 2 Flaschen oder 3 Flaschen. Das kostet ja jetzt nun so viele auch nicht, die 4,5 Liter Wasser da aufzufüllen. Aber, großes Aber bei der Situation ist folgendes, dass ich das eigentlich für mich ausgeschlossen hatte und ums Verrecken das eben nicht haben wollte, mal irgendjemanden da quasi um Hilfe zu bitten und auf Zivilisation zwangsläufig angewiesen zu sein. Ich wollte die Tour als Trekkingtour ergo autark machen in den kleinen Etappen, die ich zwischendurch geplant habe. Ob man jetzt dann zwischendrin sich noch ein Schinkenbrot kauft mit Schinken, das nicht unbedingt hätte sein müssen. Sowas finde ich ist dann wiederum in Ordnung, weil man muss es ja auch mitschleppen. Und im Endeffekt hat man da wahrscheinlich mehr Nervigkeit durch das zusätzliche Gewicht, das man eigentlich gar nicht gebraucht hätte, als man Luxus dadurch hat, dass man halt mal sowas essen kann. Weil ich hatte hier sowieso zu viel zu essen dabei. Hätte mir doppelt und dreifach, naja, das nicht, aber 1,5-fach. Hätte es mir auch noch gereicht, insbesondere nachdem ich mir dann noch dieses Schinkenbrot gekauft hatte. Ja, also jedenfalls war ich dann so genervt, dass mir das passiert ist, dass ich einfach völlig nicht realisiert habe, wie ausgetrocknet es da oben eigentlich ist. Das ist völlig plemplem, aber sowas kann einem halt eben wirklich auch mal passieren draußen. Gerade eben, wenn man denkt, ja, man kennt sich doch aus. Gerade wenn man denkt, man kennt sich mit dem Wasserhaushalt einer Landschaft aus, was normalerweise eigentlich auch der Fall sein sollte. Gerade in so einer Situation, das ist das Beispiel, das ist dieser Klassiker, der Waldarbeiter, der absoluter Vollprofi ist und seit 35 Jahren im Wald schafft und die Bäume reihenweise umsägt, denkt sich irgendwann, er ist der absolute Profi und macht das dann irgendwann ohne Schnittschutzhose und in dem Moment ist das Bein ab. Solche Fälle gibt es mehrfach. Und die sind wirklich die absoluten Profis. Aber irgendwann ist man so sehr davon überzeugt, dass man genau weiß, was man tut. Und dann geht's in die Hose. Und ungefähr so ist mir das jetzt da eben auf dem Weg passiert. Und das hat mich so sehr genervt, dass ich dann eben vom Kniebis aus nach Hause gefahren bin. Mit dem festen Vorhaben, alle möglichen Wassergewinnungsübungen durchzuführen. Ist noch nichts Filmreifes. Ich experimentiere noch für mich. Wenn ich mal irgendwann die ultimative Methode rausgefunden habe, dann werde ich das auch filmen. Die Frauenfallgrube im Waldrecht-Video, das vor 2, 3 Wochen oder wann war es, weiß ich nicht mehr. Aber vor einer Weile jedenfalls rausgekommen ist, da ist ja im Hintergrund dann noch eine Grube zu sehen. Das ist zum Beispiel so ein Wassergewinnungsexperiment von mir gewesen, aber ich hatte auch ein bisschen was dazu gefilmt,
Hat aber noch nicht so hundertprozentig so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, also das ist jedenfalls der Hintergrund, weshalb ich dann keinen Bock mehr hatte und lieber nach Hause gefahren bin und lieber diverse Wasserübungen durchgeführt habe und auch immer noch tue. Grundlegend muss ich sagen, ist das mit dem Wasser tatsächlich ein großes Problem, wenn man sich eben in einer Landschaft befindet, in der kein Oberflächenwasser aufgefunden werden kann, wie da oben im Schwarzwald, ohne dass jemand jetzt einen zusätzlichen Brunnen gebohrt hat, dann findet man vielleicht noch was, aber selbst ein Brunnen, der mit natürlichem Wasser gespeist wird, zum Beispiel das Ding am Mummelsee, das war keiner, der hatte eine extra Wasserleitung dran, selbst die waren alle ausgetrocknet, da war wirklich überhaupt nichts mehr zu finden. Und ich hatte einfach nicht mehr die Kraft, dann noch runter ins Tal zu steigen, bis zum nächsten wirklich großen Fluss, um mir da dann halt eben Wasser zu holen, dann das gleiche Ding wieder hochzusteigen, weil ich war halt auch schon K.O. Das ist halt ein Teufels, eine echt fiese Situation, wenn man erst am Ende des Wandertages, wo man wirklich am Arsch ist und seine Kilometer schon abgespult hat, erst dann feststellt, dass man jetzt eigentlich noch eine größere Anstrengung vollbringen müsste, um eben an Wasser ranzukommen. Hat alles in allem dann dazu geführt, dass ich echt keine Lust mehr hatte. Das kommt halt auch mal vor. Vielleicht wird es der eine oder andere sagen, ja, aber dann hättest du halt bei irgendeiner Wirtschaft, keine Ahnung, ein Bier getrunken, in meinem Fall ein Glas Wein, und dann auf dem Klo deinen Wasservorrat aufgefüllt. Ja, hätte ich machen können, aber dann hätte es mich den Rest der Tour so sehr genervt, dass ich darauf angewiesen bin, irgendwie zivilisatorische Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass das auch nicht mehr lustig gewesen wäre. Außerdem hätte ich ja dabei noch filmen müssen und wenn ich die ganze Zeit dann so, alles doof, ist ja auch scheiße. Ja, also deswegen ist das dann so gewesen, wie es gewesen ist. Und jetzt noch ein paar Worte zum Rest der Etappe. Eben ab dem Wilden See da oben, dem Wildseeblick, wo ich ja jetzt jede Menge Videomaterial dazu habe, da geht es noch ein Stückchen durch den Bannwald. Ganz kleines Stückchen, ist auch nochmal sehr sehenswert. Danach einen langweiligen Skihang runter zum Ruhestein. Da kann man dann auch theoretisch essen, wenn man das möchte. Gibt es ein Restaurant, beziehungsweise an manchen Tagen, ich glaube am Wochenende, gibt es auch so eine kleine Imbissbude, wo man dann wieder die obligatorische Kartoffelsuppe und ähnliches Zeug bekommt. Danach geht es über einen sehr schönen Weg weiter zum Schliffkopf. Also erstmal ein bisschen langweilig, danach sehr schöner Weg. Und nach dem Schliffkopf kommt ein unglaublich langweiliges, zähes, bescheuertes Teilstück, das sich auch noch Panoramaweg nennt, teilweise. Mich hat schon seit jeher gestört, dass man diesen Weg als Panoramaweg bezeichnet hat. Das ist eine Vorstraße entlang eines lotharbedingt relativ kahlen Hanges. Also entweder knallt die Sonne runter oder man wird schön nass, wenn es regnet. Bei mir war letzteres der Fall. Und die Aussicht ist schon ganz nett, aber dafür ist der Weg stinklangweilig. Eine super breite Vorstraße, da können zwei LKW parallel aneinander vorbeifahren. Und das geht so bis zur Alexanderschanze. Ganz am Schluss kommt man dann nochmal ein ganz paar Meter durch ja, einen relativ unspektakulären jungen Fichtenwald, sehr dicht. Kaum was zu sehen zwischen den Blättern, man kann nicht weit gucken. Ich mag solche Waldbilder nicht besonders, bei aller Waldliebe. Diese ganz jungen, ja, gerade so aufwachsenden Wälder, das hatten wir am Anfang übrigens auch schon mal, solche Waldbilder, die sind einfach langweilig. Da gibt es nichts zu sehen, da gibt es forstlich auch nichts zu tun. Bei Dickung gilt, Dickung soll Dickung bleiben, bis Dickung so groß ist, dass es keine Dickung mehr ist. Erst dann wird es forstlich interessant, erst dann kann man wirklich durchforsten und so eine Dickung ist wirklich stinklangweilig, sowohl für den Förster als auch den Forstwissenschaftler und schön ist sie auch nicht. Und es hocken noch alle möglichen Viecher drin, man kann auch nicht drin übernachten, man kann drin nicht sehen, ob es da vielleicht doch irgendwo einen Tümpel für Wasser gäbe. Na, das hat mich nämlich noch zusätzlich genervt gehabt, weshalb dann die Entscheidung, lieber nach Hause zu gehen, relativ eindeutig gewesen ist. Es gibt kurz vor der Alexanderschanze noch ein paar historische Schanzen, also dieser Name kommt nicht von ungefähr, darunter die Schwedenschanze, das ist so die beeindruckendste. Das sind irgendwelche, ja, nicht eben aus dem Mittelalter, sondern so mehr aus Richtung Renaissance, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, irgendwie so aus dem Bereich stammende Anlagen, die unter anderem gegen Napoleon gedacht gewesen sind.
dann von Napoleon relativ schnell eingenommen wurden und dann von Napoleon verwendet wurden. Auch zum Teil zur Sicherung der Zollstraße, die es da oben gegeben hat, schon seit Menschengedenken, schon die Römer hatten da so eine Straße betrieben. Dementsprechend kann man auch vermuten, dass es auch sehr, 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 sehr alte Anlagen da oben gegeben haben wird. Von denen ist aber nichts mehr zu sehen. Zu sehen sind nur noch diese vergleichsweise jungen Dinger. Dazu hatte ich eigentlich auch was gefilmt an einem anderen Tag, an dem ich oben war. Aber das ist jetzt bei den vielen einzelnen Sachen hier und da und dort und bei jetzt zwei Kameras und verschiedenen Speicherkarten ist es mir tatsächlich gelungen, die Aufnahmen zu löschen, ohne sie vorher auf den PC gepackt zu haben. Den Mac, streng genommen. Ah, Hilfe, keine Abwerbung machen. Und deswegen sind die jetzt weg. Das ist jetzt schade. Das hole ich irgendwann nach, wenn ich das nächste Mal da oben bin. Ich muss da ja eh noch Militärgeschichte der Hornisgrinde, Geschichte der Schwarzwald-Hochstraße, ja, und dann eben diese entsprechenden Schanzen, die es da noch gibt, jetzt nochmal dann abfilmen. Das sind Sachen, die ich da auf jeden Fall noch nachholen muss. Ach so, und dann habe ich euch ja noch gar nicht erzählt, ich bin dann irgendwann, um eben meine Frustration wegen dem relativ zeitigen Abbruch wieder loszuwerden, bin ich die nächste Etappe einfach als Tagestour gelaufen. Ich bin also mit dem Bus zum Kniebiss gefahren und mit ganz leichtem Gepäck und ordentlich strammen Schrittes über, ich glaube, 33 Kilometer oder was das sind, nach Hausach, also ins nächste Tal quasi. Und tatsächlich habe ich unterwegs ganz wenig Wasser gefunden und da war schon nicht mehr ganz so ausgetrocknet wie zu dem Zeitpunkt, als ich da gewesen bin. Ich wollte das nicht filmen, weil ich mal eine Etappe für mich gebraucht habe zum Nachdenken über Gott und die Welt. Primär die Welt, weniger Gott. Aber der hat hier eh nichts zu suchen auf diesem Kanal. So. Und ja. Deswegen, das habe ich einfach mal für mich gebraucht und die ist auch relativ unspektakulär. Es geht immer so mehr oder weniger bergab, es passiert nicht viel, es gibt keine großartigen Sehenswürdigkeiten und gerade wenn man es als Tagesetappe macht, dann kann man auch nicht groß, ja, das musste jetzt halt mal so sein. Und wenn ich das nächste Mal weiterlaufe, dann marschiere ich also quasi ab Hausach, dann hoffentlich mindestens mit zwei Übernachtungen, viel länger wird es nicht sein, weil ich nicht länger Zeit habe und hoffe dann, dass ich dann vielleicht sogar bis zum Feldberg komme und von da dann wieder runter kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wäre eigentlich ganz cool, wobei ich jetzt gerade nicht so genau die Etappenplanung im Kopf habe, ob das klappt. Ja. Das wäre jetzt also so das allgemeine Geplapper, was man eben zu der Geschichte noch hätte sagen können, was ich jetzt getan habe und damit soll es das gewesen sein. Wie gesagt, weiterlaufen, vielleicht so roundabout Weihnachten irgendwo. Wenn das nicht klappt, dann so gegen Ende Januar, da habe ich auf jeden Fall vermutlich ein paar Tage Zeit und möchte dann da gern weiterlaufen. Zumal ich mir unbedingt auch, das habe ich mir von vornherein vorgenommen, auch ein Stück im Winter gehen möchte. Allein schon, weil ich im Winter winterkompatibler bin als sommerkompatibler. Deutsch ist heute nicht meine Stärke. Deswegen machen wir an der Stelle jetzt echt Schluss. Übrigens, für diejenigen, die irgendwelche weiblichen Silhouetten an einem meiner Bücher hier vermuten, gibt es nicht. Es gibt Dinosaurier-Silhouetten und verschiedene sonstige. Ja, okay. Also theoretisch wäre hier eine weibliche Silhouette, aber ich glaube nicht, dass das ist, was für großes Aufsehen in den Kommentaren gesorgt hat. Und zu vielen Schmunzmann meinerseits. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo dieses Buch gewesen sein soll. Ja, macht's gut.